Die Propeller für unseren Quadrocopter, mit dem wir nachher selber fliegen wollen, sind endlich da. Jetzt können wir endlich mal den ersten Test machen. Genau, jetzt brauchen wir noch einen Rotorschutz. Und zwar machen wir den aus Alurohren. Da kommt dann nachher noch ein Netz drunter, damit man sich da nicht verletzen kann. Das war das Wichtigste an der Drohne fehlt ja noch, und zwar die Steuerung, die die Drohne dann nachher gerade hält. Genau, und dabei hilft uns jetzt Jens, der Agrardrohnen baut und deswegen schon relativ viel Erfahrung mit so schweren Drohnen hat. Wir müssen jetzt testen, ob die Motoren richtig auf die Befehle der Fernsteuerung reagieren. Und dazu heben wir das Ganze mal hoch und testen das aus. Also wir bringen uns jetzt mal in Sicherheit. Wir machen jetzt den ersten Test und sind mal mega gespannt, ob das Ding überhaupt abhebt oder ob es jetzt einen großen Crash gibt. Also das war doch jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Die Drohne hat sich jetzt etwas aufgeschaukelt, weil die viel träger ist als eine kleine Drohne. Deswegen müssen wir jetzt die Steuerung noch mal ein bisschen anders programmieren. Also die Drohne ist jetzt auf jeden Fall schon mal viel stabiler geflogen. Und zwar war es noch nicht ganz perfekt, aber wir müssen jetzt die Steuerung noch mal ein bisschen umstellen, weil wir jetzt den Fuß dran schrauben, den wir gebaut haben, auf den wir uns nachher draufsetzen wollen. Und dann probieren wir mal aus, wie viel Kilo die wirklich hochhält. Wir machen jetzt nochmal einen unbemannten Test und zwar gucken wir jetzt mal, wie viel die Drohne hochheben kann. Es sind jetzt erstmal so 30 Kilo, wenn es das schafft, wäre schon mal ziemlich gut. Also das war doch jetzt echt mal ein richtiger Erfolg. Ich würde sagen, das Landen müssen wir noch etwas üben, aber es hat alles perfekt geklappt. Jetzt haben wir nochmal einen zweiten Kartoffelsack. Jetzt hat so etwa das Gewicht vom Piloten. Jetzt bin ich echt mal gespannt, ob es abhebt. Aber es sah ja eben schon mal richtig gut aus. Saugeil!
Säcke hängen da jetzt echt schief dran. Ich hätte niemals gedacht, dass es funktioniert, wenn es jetzt so schlecht austariert ist. Deswegen hat es sich jetzt ein bisschen hochgeschaukelt. Also man muss noch ein bisschen an der Steuerung arbeiten, aber dann könnte es echt gut funktionieren. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal ein richtiger Erfolg. Wie wir uns dann selber da dranhängen, seht ihr frühestens in 2 Wochen. Da brauchen wir nämlich nochmal Hilfe von Jens. Und außerdem wollen wir das Ganze nochmal ein bisschen umbauen. Und zwar ist die Holzplatte natürlich nicht ganz ideal. Das geht viel leichter, wenn wir das Ganze aus Alu schweißen. So wie wir es jetzt gemacht hatten, war das ganz gut zum Testen, weil es einfach dann im Endeffekt ziemlich teuer ist, das Ganze zu schweißen. Dann können wir da nichts mehr dran ändern. An der Stelle nochmal vielen Dank an alle Patreons, die uns unterstützen. Wenn ihr uns auch ein bisschen mithelfen wollt, dann freuen wir uns auf jeden Fall über jede Unterstützung. Ja, das Ganze hat ja jetzt etwas länger gedauert. Uns wäre es auch lieber, wenn es alles etwas schneller ging, aber es ist einfach immer extrem viel Arbeit. Ja, wir wissen jetzt auch noch gar nicht, wie es weitergeht, weil wir unsere Videos nie vorproduzieren. Das heißt, bleibt weiterhin spannend. Mal sehen, ob es klappt. Nochmal vielen Dank an unseren Onkel Bernd, dass wir das hier wieder in der Halle machen konnten. Bei uns zu Hause wäre das nicht möglich gewesen. Und nochmal vielen Dank an Jens, der noch bis spät in die Nacht mit uns die Steuerung gemacht hat. Das hätten wir wahrscheinlich alleine auch nicht so gut hinbekommen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche Ideen habt, was wir noch verbessern können. Ich bin ja echt mal gespannt, ob es uns wirklich hochheben wird. Auf Instagram wart ihr ein bisschen skeptisch. Wir haben euch jetzt auch hier nochmal eine Abstimmung reingemacht. Da könnt ihr nochmal entscheiden, ob ihr denkt, dass es klappt oder eben nicht. Genau, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video.